möchte für Sie heute ein herbstliches regionales Gericht kochen. Da haben wir heute ein Kartoffel-Kürbis-Püree mit gebratener Kalbsleber. Dazu machen wir ein rote Beete, Birnen, Apfelgemüse und eine Rotweinreduktion mit getrockneten Früchten. So, wir fangen mit dem Püree an, mit dem Kartoffel-Kürbis-Püree. Dazu schälen wir uns erstmal eine Kartoffel. Die Kartoffel noch einmal waschen, dann noch mal etwas kleiner schneiden, damit die Kochzeit nicht zu lange beträgt. Dann haben wir hier den Okahito-Kürbis, der sehr schmackhaft ist und der auch eine sehr schöne Farbe beim Kochen noch mitbringt. Da lässt man auch die Schale dran, was man bei anderen Kürbis nicht tut, aber die kann man mitkochen und erhält dadurch auch eine schöne Farbe. Es müsste ungefähr die doppelte Menge Kürbis wie Kartoffel sein, damit auch der Kürbisgeschmack gut durchkommt. Ja, auch mit Wasser auffüllen. Dann setzen wir das Ganze auf und lassen es kochen. Ist schön weiches. Das macht man quasi ganz genau wie ein Püree. Als nächsten Schritt machen wir den Portwein. Dazu machen wir eine Reduktion. Stellen wir ein Glas her. Das heißt, wir kochen etwas mit dem Rotwein mit Zucker ein. Dazu brauchen wir einen Topf, setzen uns den auf. Dann nehmen wir uns Zucker, sodass es einmal gut bedeckt ist, und lassen ihn leicht schmelzen. Wenn der Zucker eingeschmolzen ist und leicht goldgelb ist, löschen wir ihn mit dem Portwein ab. So. Das Ganze lassen wir jetzt bis zur Hälfte einreduzieren. Einreduzieren heißt einkochen, bis die Hälfte der Flüssigkeit, die wir zugegeben haben, verschwunden ist. Als nächstes machen wir unsere Obst- und Gemüsebeilage. Dazu brauchen wir eine Birne. Eine halbe reicht für eine Portion. Die schälen wir uns, genau wie den Apfel. Daraus schneiden wir grobe Würfel. Dazu reichen wir dann Zwiebeln. Die habe ich schon mal vorbereitet, in der gleichen Größe geschnitten. Und genauso rote Beete. Da nehmen Sie am besten frische. Wenn nicht, können Sie auch Dose nehmen, aber am besten macht sich frische rote Beete. Als nächstes geben wir ein bisschen Butter in die Pfanne, lassen diese kurz schmelzen und kommen danach dann gleich die rote Beete. Hierbei muss man achten, welches Gemüse von der Garzeit am längsten braucht. Rote Beete ist da ein bisschen bissiger, mit der fangen wir an, gehen dann über zu den Zwiebeln und als allerletztes geben wir die Apfel und die Birne rein, weil die nicht wirklich lange brauchen. Wenn die Butter geschmolzen ist, das Ganze jetzt ungefähr eine Minute anschwitzen. Dann die Zwiebeln dazugeben. Ungefähr die gleiche Menge, also mit allen Zutaten die gleiche Menge rote Beete, die gleiche Menge Zwiebeln, die gleiche Menge Äpfel und Birne. Dass wir ein gleiches Verhältnis haben. Das Ganze lassen wir dann auch kurz zusammen anschwitzen. Indem wir das eine Minute haben anbraten lassen, geben wir dann noch die Äpfel und die Birnen dazu. Lassen das auch einen Moment schwer mitbraten. Dann würzen wir das mit ein bisschen Salz und Zucker und löschen das zum Schluss mit ein bisschen Limone oder Zitrone ab. Das geht beides. Und das ist dazu da, dass man der roten Beete ein bisschen das Erdige nimmt, weil sie einen leicht erdigen Geschmack hat, auch wie Kartoffeln. Und das nimmt das ein wenig und verleiht dem Ganzen noch eine gewisse Frische. Einfach jetzt zum Schluss ein paar Spritzer mit hinüber. Ja. Das stellen wir dann kurz beiseite und lassen es noch an einem ruhigen Ort ein bisschen ziehen. Und das kommt dann später, denn wenn wir fertig sind, kommen wir wieder drauf zurück. Als nächstes machen wir mit dem Püree weiter. Das ist jetzt fertig. Das gießen wir ab durch ein Sieb. Dann brauchen wir eine Kartoffelpresse. Wenn Sie sowas zu Hause nicht haben, natürlich geht auch der Kartoffelstampfer. Das haben ja sehr viele im privaten Haushalt. Und die Presse macht sie jetzt auch sehr gut. Das füllen wir dann hier rein. So. Das wird dann noch einmal durchgedrückt. So, dann würzen wir das Ganze mit ein bisschen Salz. Wenn Sie möchten, auch Muskat. Beim Kürbis muss es jetzt nicht unbedingt. Ein Stück Butter mit zu. Und auch wenn Sie möchten, können Sie auch noch ein bisschen Milch oder Sahne ranmachen. Da der Kürbis aber auch ein bisschen Feuchtigkeit mitbringt, ist das hier gar nicht mehr notwendig. Aber wer das möchte, kann es natürlich zu Hause gerne tun. Das verrühren wir jetzt miteinander. Auch bei der Butter gar nicht sparsam sein, sage ich mal. Weil Püree braucht immer viel Butter. Das ist ein guter Geschmacksträger und macht das Püree sehr angenehm und geschmeidig. Als nächstes machen wir mit unserer Rotweinsauce fertig. Die ist jetzt richtig schön eingekocht, das sieht man. Ist die Hälfte raus. Da geben wir jetzt unsere getrockneten Früchte dazu. Ich habe hier Dörrpflaumen und Aprikosen. Die geben wir dann einfach mit rein und lassen das Ganze noch mal eine Minute mitkochen. So.
Als nächstes bereiten wir die Leber zu. So brauchen wir dann noch ein bisschen Mehl. Dann setzen wir uns gleich auch eine Pfanne auf, damit sie schon mal warm wird. Da geben wir wieder etwas Butter hinein und melieren unsere Leber. Eins, zwei. Bei Leber ganz wichtig, nicht vorher würzen, sondern wirklich erst später, da sie sonst zäh wird. Wirklich ganz zum Schluss, wenn sie fertig sind mit dem Braten, dann erst würzen. Dann abklopfen das überschüssige Mehl. Auch hier wieder aufpassen, dass die Butter nicht zu heiß wird. Wir braten wirklich langsam. Ja, das können wir schon reingeben. Und braten wir uns. Bei Leber ist es so Geschmackssache. Man kann sie rosa lassen, man kann sie aber auch durchbraten. Manch einer mag das nicht. Ich lasse sie gerne ein bisschen rosa, damit sie halt nicht zu trocken wird. Ruhig schön mit der Butter. Ummanteln, so wie man es auch beim Fisch macht. Das ist dann dafür gut, dass die Butter nicht verbrennt, wenn wir sie kurz mal runternehmen und auch eine gleichmäßige Garwirkung erreichen dadurch. Und dann können Sie mit einem Drucktest immer gucken, wie weit die Leber ist. Ist es noch sehr, sehr weich, wenn man raufdrückt, ist sie noch innen drin roh. Umso fester sie wird, umso mehr ist sie auch gegart. Da gibt es auch einen ganz kleinen Trick, den man zu Hause auch beim Steak sehr gerne anwenden kann. Indem man sich den Daumen nimmt und das ganz locker hält und raufdrückt, dann geht es ganz leicht rein. Das ist dann für blutig. Legt man den Daumen an, wird es gleich fester, das wäre Medium. Und wenn man den einknickt, den Daumen, ist es ganz fest, dann ist es durch. So kann man das zu Hause auch ganz leicht mit den Steaks testen oder halt auch mit der Leber in dem Fall. Als letzten Schritt rösten wir uns noch kurz die Haselnüsse. Die verleihen dem Gericht nachher einen schönen Crunch, was beim Essen sehr angenehm ist. Das Ganze auch noch mal ein bisschen aufpeppt. Ja, die geben wir dann in die Pfanne und rösten die nur ganz leicht an. Bei den Haselnüssen ist es wichtig, dass man sie anröstet, damit sie ihre Öle freisetzen und halt auch einen besseren Geschmack entfalten. Als nächstes kommen wir schon zum Anrichten. Jetzt hier so rein und man formt daraus Nocken. Das heißt, man geht da einmal so lang, wieder zurück, wieder so lang und formt sich eine schöne Nocke. Das, was ein bisschen zu viel ist, machen wir ab. Setzen es auf den Teller um. Dann machen wir zwei Stück von. Sie können natürlich auch zu Hause einen Spritzbeutel nehmen oder es einfach mit dem Löffel schick auf den Teller so anrichten. Daneben. So. Als nächstes die Leber. Setzen wir so davor. So. Dann geben wir unser Obst und Gemüse drauf. Ein bisschen neben der Leber, ein bisschen auf der Leber. Unsere Rotweinreduktion mit den getrockneten Früchten. So, und dann gehen wir auch nochmal mit der Soße einmal ringsrum. Und zu guter Letzt geben wir noch die Haselnüsse rüber. Für einen schönen Crunch beim Essen. So, wenn Sie möchten, dann natürlich noch einen Petersilienzweig ausgarnieren. So, das ist es. Unser Püree mit gebratener Kalbsleber, rote Beete, Birne, Apfelgemüse und unsere eingekochte Rotweinsauce mit getrockneten Früchten. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de